Fed, die US-Notenbank hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Am Mittwochabend rückte die amerikanische Geldpolitik in den Fokus. Die US-Notenbank Federal Reserve gab nach ihrer Zinssitzung eine Erhöhung des Leitzinses bekannt. 1/3 Die Anhebung des Leitzinses wird wahrscheinlich Auswirkungen auf die globale Weltwirtschaft haben. Der Ausschuss ist bestrebt, auf längere Sicht ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflationsrate von 2% zu erreichen. Twitter, Federal Reserve Notenbankchef Jerome Powell hatte Anfang des Monats im US-Kongress erklärt, Ziel der Fed sei es, einen langen Aufschwung zu ermöglichen, der weiter für einen starken Arbeitsmarkt sorgen werde. Twitter, Federal Reserve. Darum geht's, nachdem die US-Notenbank den Leitzins während der Pandemie senkte, hebt sie ihn nun an. Die Fed hebt den Leitzins angesichts der höchsten Inflationsrate seit Jahrzehnten um 0,25 Prozentpunkte an. Der Ausschuss ist bestrebt, auf längere Sicht ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflationsrate von 2% zu erreichen. Die US-Notenbank Fed hat angesichts der höchsten Inflationsrate seit Jahrzehnten eine Zinswende eingeläutet. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte angehoben, erklärte die Federal Reserve am Mittwoch in Washington nach einer zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses. Die Fed hatte die Leitzinsen im März 2020 wegen der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft auf zwischen 0 und 0,25 Prozent abgesenkt. Mit der Leitzinsanhebung versucht die Fed nun, der zuletzt deutlich gestiegenen Inflationsrate gegenzusteuern. Zuletzt hatten in den USA steigende Preise für Treibstoff, Lebensmittel und Wohnraum die Inflation mit 7,9% im Februar auf den höchsten Stand seit 4 Jahrzehnten steigen lassen. Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine treiben die Teuerung der Verbraucherpreise weiter an. Der Krieg werde wahrscheinlich zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Inflation erzeugen und die Wirtschaft belasten, erklärte die Fed. Deshalb seien anhaltende Erhöhungen des Leitzinses angemessen, führte die Federal Reserve weiter aus. Zugleich hob die Notenbank ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr von zuvor 2,6% auf 4,2% an und senkte die Wachstumsprognose von 4,0% auf 2,8% ab.